Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier und ich dachte mir, ich hole mir mal Inspiration bei meinen Kollegen von Twin TV. Ich habe in einem Video von denen mitgemacht, in dem sie Kommentare romantisch vortragen. Ich verlinke es euch nochmal in der Videobeschreibung, aber ich dachte, ich kupfer mir das ein bisschen ab und lese so die perversesten Hater-Kommentare vor, die ich finden konnte, weil voll viele YouTuber, die ich so kenne, sagen immer zu mir, boah, Kelly, das ist schon krass, was die Leute teilweise unter deine Videos schreiben, oder? Und ich denke mir immer so, was? Überhaupt nicht? Entweder, weil ich es einfach schon so gewohnt bin, dass ich es echt überlese, oder weil ich vielleicht doch nicht so viele Perverslinge habe, die meine Videos schauen. Auf jeden Fall habe ich mich auf die Suche gemacht, ein paar gefunden, aber es hat wirklich lang gedauert, 2 Stunden, glaube ich. Ich habe voll viele Videos durchgeschaut und die Highlights präsentiere ich euch jetzt. Also viel Spaß bei Perverse Kommentare. Entspannt euch, genießt es, legt euch hin, macht die Augen zu und entspannt euch einfach. Habe ich schon gesagt, oder? So, genug Videos gemacht. Zurück in die Küche. Wenn ich deine Videos sehe, wichse ich immer dabei. Aber ich möchte richtig mit dir pennen und meinen Penis in deine geile Fotze stecken. Dumme Bitch, keine findet dich lustig. Kann man dir bei YouPorn eine Frage schicken? Kannst du machen, aber ich weiß nicht, ob ich es dann lese. Schick sie mir lieber auf YouTube. Ich will mit dir Hardcore im Bett machen. I love you. Herz, Herz. 50 Euro für einen getragenen Slip von dir. So ist es. Ich bin einsam, du bist einsam. Lass mich dich doch einfach einsamen. Oh Kelly, ich will mein Ladekabel in dein Mac stecken. Kelly, kannst du uns deine Titten oder Muschi zeigen? Du siehst hammergeil und voll sexy aus. Du machst voll Eiblali nach, aber dir guck ich lieber zu, weil du Tittenbonus hast. Aha, also du bist mit einem YouTuber zusammen, gibt's jeden Abend Ficke-Facke, oder nicht? Fotzenfick. Ich will deutsche Mädchen ficken, Deutschland über alles. Darf ich dir ins Maul scheißen? Du siehst einfach aus wie eine Missgeburt. Sau, Digga, sie ist zwar behindert in der Birne, würde es aber trotzdem mit der treiben. Je rostiger das Dach, desto feuchter der Keller. Würde dir meinen Fleischhammer mit der Kraft von 1000 Sonnen reinrahmen, ohne Nachsicht. Mit freundlichen Grüßen, Doktor. Entschuldige mich mal kurz. Okay, weiter geht's. Fick mich, fieg mich, fick mich. Ich will deinen Schweiß lecken. Boah, es ist scharf, ey. Ja, das waren sie. Meine perversen Hater-Kommentare romantisch vorgetragen. Wenn euch das Video ein bisschen Unterhaltung geboten hat, dann gebt doch einen Daumen hoch. Teilt's, damit mehr Leute mal erfahren, was so tatsächlich geschrieben wird, ja? Ha? Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Zumindest, wenn du abonnierst. Tschüss. Jetzt klingelt das Telefon. Jetzt bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht. Muss ich später lesen. Alles Telefon, alles gleichzeitig.